Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Park der Kliniken Erlabrunn. In dieser vorweihnachtlichen Zeit möchten wir gern mit Ihnen auf das vergangene Jahr zurückschauen und unseren Blick auf das neue Jahr 2020 richten. Wir sind froh darüber, dass 2019 für die Kliniken Erlabrunn wieder ein gutes Jahr war. Das bedeutet für uns stabile Patientenzahlen, die Einstellung neuer Mitarbeiter in allen Bereichen und eine hohe Zufriedenheit unserer Patienten sowie der Haus- und Fachärzte in unserer Region. Wir werden einen wirtschaftlich positiven Jahresabschluss erreichen und dies ist in der gegenwärtigen gesundheitspolitisch schwierigen Zeit nicht selbstverständlich. Auch im kommenden Jahr möchten wir sowohl im Notfall als auch für geplante Behandlungen für die Patienten aus unserer Region da sein und das Vertrauen rechtfertigen, das Sie in unsere Mitarbeiter setzen. Sie können neueste Medizintechnik und moderne Ausstattung für Patientenversorgung nutzen, aber vor allem sind es das Wissen und Können unserer Mitarbeiter und ihre intensive Zuwendung zum Patienten, die die Qualität unserer Arbeit bestimmen. In diesem Herbst haben wir gemeinsam mit Chefärzten, Teamleitungen und mit verschiedenen Führungskräften im Management überlegt, was uns als großen Arbeitgeber der Region besonders kennzeichnet, was sich Mitarbeiter von uns wünschen und sie bewegt, in den Kliniken Erlabrunn zu arbeiten. Werfen Sie nun mit uns einen Blick auf die Stationen und hören Sie selbst. Ich persönlich arbeite in Kliniken Erlabrunn seit über 12 Jahren. Meine Tätigkeit habe ich als Ausbildungsassistentin begonnen, damals eine der wenigen mit ausländischem Hintergrund. Heutzutage definieren sich die Kliniken in meinen Augen durch freundliches Arbeitsklima, mittlerweile internationale ärztliche Besetzung, gute Zusammenarbeit mit vorhandenen Fachabteilungen und enge Mitarbeit mit Pflege- und therapeutischen Teams. Ich habe hier im Hause schon Krankenpfleger gelernt, habe dann auch neben dem Studium diverse andere Kliniken kennengelernt und bin letztendlich auch wegen dem familiären Umfeld hier im Hause wieder zurückgekehrt. Mir persönlich gefällt ganz gut, dass man Familie und Arbeit unter einen Hut bekommt und auch in der ärztlichen Ausbildung, dass man eine sehr umfangreiche Ausbildung, was therapeutische und diagnostische Maßnahmen angeht. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit liegt der Fokus auf Familie und Zusammenhalt. Und die Patienten und auch Angehörigen suchen noch mehr den Kontakt zu uns. Deshalb ist es uns sehr wichtig, uns Zeit zu nehmen und für sie da zu sein. Denn auch in den schwierigen Lebenslagen haben wir ein offenes Ohr und versuchen ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir hier in Erlabrunn, wir sehen noch den Menschen und nicht nur den Patienten. Wir zwei haben hier in diesem Haus vor Jahren gelernt und konnten uns in unseren Interessengebieten spezialisieren. Wir legen auch bei der praktischen Ausbildung Wert auf hohe Qualität und haben attraktive Rahmenbedingungen. Gerade deswegen liegt mir die Arbeit mit unseren Auszubildenden sehr am Herzen. Junge und neue Mitarbeiter werden hier an die Hand genommen. Wir pflegen seit Jahren im gesamten Haus eine familiäre Atmosphäre, die auch unsere Patienten und deren Angehörigen spüren. In der Weihnachtszeit wird es in den Kliniken Erlabrunn besonders deutlich, dass wir die Traditionen des Erzgebirges und moderne Medizin eng verbinden. Unsere Patienten sehen es an Schwibbögen in den Fenstern, Weihnachtsschmuck auf den Stationen, erleben die Patientenweihnachtsfeier und weihnachtliche Kulturabende in der AHB und in der Akutklinik. Für unsere Mitarbeiter gibt es den Weihnachtstrausch mit der Geschäftsführung, die Kinderweihnachtsfeier, Weihnachtsfeiern in den Teams und einen Nikolausgutschein für vorweihnachtliche Einkäufe. Wir pflegen die erzgebirgischen Traditionen, um unseren Patienten und unseren Mitarbeitern ein Stück zu Hause zu geben. Und weil wir uns als Krankenhaus verstehen, das stark in unserer Region verwurzelt ist. Wir sehen die regionale Bedeutung der Kliniken Erlabrunn als Teil der medizinischen Versorgung im Westerzgebirge. Als großen Arbeitgeber mit sicheren und guten Arbeitsplätzen und als Ausbildungsbetrieb, der junge Menschen, Ärzte, Pflegekräfte und kaufmännische Mitarbeiter auf dem Weg in die Zukunft unterstützt. Dass diese Verbindung zur Region für die Menschen hier spürbar ist,
merken wir daran, dass Patienten, Mitarbeiter und Ärzte sagen: Unser Krankenhaus. Wir danken Ihnen allen, unseren Patienten, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Haus- und Fachärzten in unserer Region sowie unseren Partnern, die alle dazu beitragen, dass unser Krankenhaus wirtschaftlich stabil ist und auch in Zukunft zur medizinischen Betreuung der Menschen im Erzgebirge beitragen wird. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, viel Zeit für Ihre Familien und Freunde sowie erholsame Tage und einen guten Start in ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2020.